Stell dir vor, du bist zu Hause, es klingelt an der Tür, du machst die Tür auf und vor dir steht, völlig weiß, Elia. Du erholst dich noch vom Schock und es klingelt wieder an der Tür und du machst auf und vor dir steht Abraham. Und als du schon ganz unten bist mit den Nerven, klingelt es wieder an der Tür und da steht Jesus. Frage dich, was würdest du in diesem Moment tun? Was wäre die erste Gelegenheit oder das Erste, was dir in den Sinn kommt? Weil Petrus ist genau in dieser Situation gestanden, musste sich auch überlegen, ja, was tue ich jetzt? Habe ich da irgendwo eine Idee? Etwas kochen oder irgend sowas? Aber wir schauen in die Bibel, was da steht dazu. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Und dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen. Und die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Das ist seine Idee. Das Erste, was du tun kannst, hey, lassen uns 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken war er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als sie sich um sich schauten, sahen sie auf einmal niemand mehr außer Jesus. Er allein war noch bei ihnen. Wieder mal eine verrückte Geschichte mit Stimmen und mit einer Wolke, Menschen, die leuchten, mit Hütten, die sie bauen wollen. Der erste Gedanke, hey, lass uns eine Hütte bauen. Und wir versuchen mal heute so eine Ordnung in diese ganze Geschichte reinzubringen. Ich meine, warum kommt Elia und warum ist Jesus ganz weiß und warum Hütten und warum eine Wolke? All dieses Ghetto mal zusammenzubringen und ein bisschen Ordnung reinzubringen und zu verstehen, was passiert hier eigentlich. Also warum überhaupt eine Wolke? Das war kein Zufall. Es gab einen ganz bestimmten Grund, warum jetzt eine Wolke auftaucht. Und ich kann dir noch etwas sagen, diese Wolke hatte sogar einen Namen. Der Grund dafür, der ist krass, weil sie werden bewahrt vom Tod, denn niemand vorher in der ganzen Bibel darf und kann jemals das Gesicht von Gott sehen. Das ging einfach nicht. Du konntest das Gesicht nicht von Gott nicht sehen, denn nicht, weil es so böse war, nicht, weil Gott so grimmig reinschaut, sondern weil du einfach tot umfällst, wenn du Gott siehst. Zurück, Garten Eden. Wir Menschen waren zusammen mit Gott, Gott und Mensch. Und ich glaube, ich kann es euch nicht beweisen, aber ich gehe mal davon aus, dass Gott damals nicht so eine Maske anhatte, so eine Corona-Maske. Und darum fiel niemand tot um, weil er so eine Maske anhatte oder sowas. Die spazierten, Mensch und Gott spazierten miteinander in der Kühle des Tages durch diesen Garten Eden. Und sie schauten in Gottes Gesicht und die ganze Herrlichkeit von Gott, wo wir heute tot umfallen würden, wenn wir das sehen, die war da. Und das sagt etwas aus über diesen Garten Eden. Die Herrlichkeit Gottes, die war da. Stell dir mal vor, da gab es Palmen, da gab es Orangen, da gab es Bienen, die leuchteten als Abglanz in der Herrlichkeit Gottes. Das war anders als heute. Orangen sahen anders im Abglanz der Herrlichkeit Gottes sahen die aus. Die Schöpfung, die war damals noch anders, die war noch nicht gefallen. Alles war gut, es gab keine Scham. Man hat sich gegenseitig nicht verletzt. Es gab kein Kräftemessen. Es gab kein Verstecken. Das war einfach die perfekte Welt. Du musstest keinen Kurs Freiheit in Christus machen. Das braucht es nicht. Es gab gar keine Freiheit, die noch erobert werden musste. Es gab nichts. Keine Scham, keine Verletzungen. Und die Menschen wohnten einfach mit Gott zusammen. Und sie schauten in Gottes Angesicht. So war es mal.
Und dann kam eben dieser Fall. Mensch ist gefallen und die Schöpfung fiel auch. Und wir wussten, diese perfekte Welt, dieses Paradiesli, wie Dorea das sagt, oder? Mussten wir verlassen. Und niemals mehr durfte jemand ins Gesicht von Gott sehen. Das ging nicht. Und warum nicht? Weil einfach diese Herrlichkeit Gottes zu stark ist, als dass wir sie ertragen können. Wir können das nicht ertragen. Wenn diese Herrlichkeit Gottes auftaucht, dann fallen Menschen tot um. Und so ging es weiter. Jahrzehnt um Jahrzehnt, Jahrhundert um Jahrhundert. Und wir konnten Gott nicht sehen. Und dann kam der Moment am Berg Sinai. Da taucht Gott wieder mal auf. An einem Berg, wieder an einem Berg. Und er trifft Mose. An einem Berg. Und dieser Berg, der bebt, ein ganzer Berg bebt. Und da waren Stimmen und da war Feuer. Und niemand durfte nur schon den Berg berühren. Wenn du nur schon den Berg berührt hast, bist du tot umgefallen. Die Präsenz, die Gegenwart Gottes war auf diesem Berg. Und Mose steigt hinauf auf diesen Berg. Und Gott steigt nicht auf den Berg hinauf, der kommt herunter auf den Berg in der Form einer Wolke. Wieder diese Wolke, sie kommt hinunter auf den Berg. Gottes Gegenwart ist hier. Und Gott spricht zu Mose, aber Mose darf sein Gesicht nicht sehen. Denn kein Mensch bleibt am Leben, wenn er das Gesicht Gottes sieht. Und was macht Gott? Er hält Mose die Hand vor die Augen und er zieht an Mose vorüber. Aber Mose sieht ihn nicht. Und am Ende, als diese Unterhaltung fertig ist, geht Mose den Berg runter und er leuchtet. Mose leuchtet, als er den Berg runterkommt. Das war der Punkt, wo Gott und Mensch sich wieder nähern. Und Gott sagt, ich möchte wieder bei euch wohnen. Es wird nicht das Gleiche sein wie im Garten Eden. Wir werden nicht miteinander herumgehen und ihr werdet nicht in mein Gesicht sehen, denn meine Heiligkeit würde euch umbringen. Aber ich komme zu euch, baut mir ein Haus. Oder zuerst mal baut mir eine Hütte, eine Stiftshütte. Und dort werde ich wohnen. Das ist ein Zelt und im Zelt drin ist ein Raum. Und dort wird Gott sein, dort wird Gottes Herrlichkeit sein. Und die haben diese Stiftshütte gebaut. Und dort, wo sie eingeweiht haben, der Moment, wo sie sagen konnten, ab jetzt wohnt Gott wieder unter den Menschen, kommt diese Wolke hinunter auf dieses Zelt. Und Gott wohnt in diesem Zelt, in Form dort in einer oder hinter einer Wolke. Das ist natürlich, dieser Raum ist abgeschieden durch einen dicken Vorhang, weil das ist das Heiligtum. Dort wohnt Gott. Und da steht ja im Vers 5, den wir vorher gesehen haben, da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Und man fragt sich ja schon, warum kommt Petrus auf die Idee, jetzt bauen wir mal drei Hütten, oder? Du denkst, wow, ich wäre auf ganz andere Ideen gekommen. Oder ich hätte denen etwas zu essen angeboten oder ich weiß nicht, wie ich was getan hätte. Aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, hey, jetzt holen wir mal ein paar Nägel und ein paar Hammer und eine Säge und dann bauen wir mir mal ein paar Hütten. Ich glaube, es wäre fern von mir gewesen. Das ist für uns unverständlich. Ist aber überhaupt nicht unverständlich, wenn du in der Haut von Petrus steckst. Denn was haben die schon seit Jahrhunderten gemacht, wenn Gott auftaucht? Sie haben eine Hütte gebaut. Petrus macht nur genau das, was er kennt von seinen Vorfahren, von seinen Eltern. Wenn Gott kommt, baust du ihm eine Hütte, denn wenn die Gegenwart Gottes auftaucht, dann musst du Gott verstecken. Denn du musst dich schützen vor diesem Gott. Dem musst du sofort einen Raum bauen und die Wolke, Gott wird dort wohnen. Aber nicht so, dass du ihn siehst. Weil das bringt dich um. Also eigentlich will Gott, er will Petrus hier etwas tun. Er will drei Stiftshütten bauen. Ein Ort vom Heiligtum, wo Gott drin wohnt. Um sich selbst zu schützen. Sie brauchen ein Schild, wenn Gott auftaucht. Gott will unter den Menschen wohnen, aber er will sie nicht töten. Und darum diese Hütten. Vermutlich darum
sagt Petrus, wir brauchen, wenn die Wolke kommt, etwas, das Gott abschirmt. Wir brauchen ein Schutzschild. Wir müssen Wände um Gott herum bauen. Jetzt dieser Eindruck, ja, dieses Angesicht Gottes, das muss brutal sein. Das haut dich einfach um. Darum fällst du tot um. Oder könnte ja so der erste Eindruck sein, denn etwas muss ja hier sein, das uns tot umfallen lässt. Die Juden, die hatten eine etwas andere Vorstellung. Die gaben dieser Wolke einen Namen, Shechina. Mein Vater ist Meteorologe, der wollte uns immer Wolken beibringen, so Cumulus und Stratus und Quellwolken und so weiter. Schwierige Kindheitserfahrung. Und darum kann ich heute meinem Vater mal öffentlich sagen, ich kenne mehr Wolken, ich kenne eine Wolke, die du nicht kennst. Genau, die heißt Shechina, die kanntest du nicht. Genau, also Juden haben in dieser Wolke immer wieder gesagt, an diesen Orten, sie heißt, diese Wolke heißt Shechina. Und auf Hebräisch heißt es Wohnstadt oder Einwohnung. Das sind vom Hebräischen her Bedeutungen wie Ruhe, Bedeutungen wie Glück, eine Bedeutung wie Heiligkeit oder Frieden. Also vier absolut schöne Worte, nichts von Brutalität und nichts von Zorn, das uns umbringt. Und wenn du das so ansiehst, wenn du ins Angesicht Gottes schauen würdest, was wir eben nicht tun können, ohne Tod umzufallen, wenn du ins Angesicht Gottes schaust, dann ist dort so eine gewaltige Ruhe, dann ist dort so ein überwältigendes Glück, dann ist dort eine absolute Heiligkeit, dann ist dort ein Frieden, der tiefer gar nicht gehen könnte, wie im Garten Eden. Und wenn du das erleben würdest, würdest du tot umfallen. Weil wir können diesen Frieden, dieses Glück gar nicht ertragen. Eine völlig andere Sicht der Dinge. Aber ich glaube, die kommt der Wahrheit viel näher. Das war Gott, so hat er die Schöpfung gemacht. Wenn wir ihn treffen, wir könnten dieses Schöne nicht aushalten. Weil das so gewaltig ist, unsere Augen würden bersten. Unsere Emotionen können das nicht ertragen. Unsere Körper, es geht nicht. Wir könnten das nicht ertragen. Ich weiß nicht, unser Organismus würde explodieren in dem drin. Könnte das die Wahrheit sein von Gottes Angesicht? Die Realität vom Garten Eden, die kommt zu uns. Und Leute, die gute Nachricht dahinter ist, so wird es mal sein in der Ewigkeit. Das wird mal die Realität werden in der Ewigkeit, wenn du zu Jesus gehörst. Und jetzt sind wir aber noch in dieser gefallenen Welt und wir können Gott nicht gegenübertreten, weil wir das nicht ertragen würden. Und die Jünger wussten, ihnen wurde das ganze Leben lang schon erzählt, dass das Gott ist. Und der erste Gedanke war, jetzt kommt Gott in einer Wolke. Das wird unser Tod sein. Sie haben vermutlich die Augen geschlossen und als sie die Augen wieder geöffnet haben, war die Wolke verschwunden und Jesus leuchtet. Und das kennen wir auch. Kennen wir damals vom Berg Sinai bei Mose. Mose kommt runter vom Berg und er leuchtet. Es gibt einen Unterschied. Mose leuchtete, weil er ein Abglanz war von dieser Herrlichkeit Gottes. Er war sozusagen der Mond, der einfach die Sonne reflektiert hat. Und hier, Jesus, der leuchtet selbst, weil er die Sonne ist, weil er von sich aus leuchtet. Das haben wir das ganze Markus-Evangelium immer wieder gesehen, als er auf dem Wasser ging und die Leute gesagt haben, das kann nicht sein. Und er sich einen Namen gab. Ego, Emi, ich bin's, den gleichen Namen wie Gott. Er ist die Sonne. Er ist nicht ein Abglanz, der jetzt wie der Mond. Er ist es selbst. Gott kommt selbst auf die Welt. Hier. Und die Jünger,
schauen ins Gesicht von Jesus und er leuchtet, weil er die Herrlichkeit Gottes ist, weil er genau das ist. Und was passiert mit den Jüngern? Es passiert gar nichts. Sie können Gott aus Jesus ins Gesicht sehen, in die Herrlichkeit Gottes selbst. Jetzt ist diese Herrlichkeit Gottes unter den Menschen, unter uns, und wir können sie sehen. Wie ist es möglich? Die Sünde hat uns dauernd von Gott getrennt und so weit weggebracht von diesem unglaublichen Glück, von diesem unglaublichen Frieden, von dieser unglaublichen Ruhe, von dieser unglaublichen Herrlichkeit, dass wir sie nicht mal hätten ertragen können. Und warum können wir sie jetzt ertragen? Nur durch diesen Jesus, weil die Sünde nicht mehr trennt, weil er dieses Schild ist. Bewegt, oder? Wow, das ist Gott, das ist seine Heiligkeit. Und jetzt gibt es eine Antwort von unserer Seite. Irgendwie verlangt es doch eine Antwort darauf in uns drin oder was wir tun, wie wir leben. Ich möchte euch zwei Antworten mal präsentieren. Also erstens mal, wenn Jesus diese echte Herrlichkeit Gottes ist und eine Bedeutung von Herrlichkeit ist Wichtigkeit. Er muss, er will wichtig sein. Dieser berühmte Theologe N.T. Wright hat mal geschrieben, wie kannst du mit dem erschreckenden Gedanken leben, dass der Wirbelsturm Mensch wurde, dass das Feuer Fleisch wurde und mitten unter uns herumlief. Christentum bedeutet entweder alles oder gar nichts. Entweder ist es die verheerendste Enthüllung der tiefsten Priorität in der Welt oder es ist einfach nur Betrug, Unsinn und mehr nicht. Die Frage ist, stehst du auf der einen Seite dieser Aussage oder auf der anderen Seite? Entweder ist es die verheerendste Enthüllung der tiefsten Priorität der Welt oder es ist einfach nur Betrug, Unsinn und Schwachsinn. Oder stehst du auf der seichten Welt dazwischen? Weder noch. Gott in dieser Wolke sagt, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Und wenn hier steht, auf, das ist ja der Auftrag, der aus diesem Text herauskommt. Auf ihn sollt ihr hören. Und hören, auf Griechisch heißt akur, von dem haben wir das Wort Akustik. Das ist einfach das, ich höre mit meinen Ohren. Aber ganz genau steht eben hier Griechisch nicht akur, wie das normale griechische Wort wäre. Hier steht hyperakur. Und das heißt viel, viel mehr. Das heißt, ich höre nicht nur mit den Ohren, sondern ich höre mit meinem ganzen Sein. Man könnte auch sagen, es heißt ganz einfach gehorchen. Weil ich höre nicht nur, es ist nicht nur so, okay, ich nehme das auf mit den Ohren und gehe jetzt irgendwo im Hirnbammel rundherum herum und dann ist fertig, sondern ich höre mit meinem ganzen Sein. Es hat einen Einfluss auf das, was ich tue, wie mein Herz schlägt für andere Menschen. Es verändert alles. Es ist ganz einfach gesagt, es ist Gehorchen. Heißt, Jesus ist nicht an der Peripherie meines Lebens. Er ist der Grund, warum ich am Morgen aufstehe. Er ist der Grund, warum sich alles in meinem Leben dreht. Er ist die Achse inmitten meines Lebens. Alles in meinem Leben, alles, was ich tue, dreht sich um ihn. Du kannst Jesus nicht nur mögen. Du kannst nur sagen, er ist alles oder ist gar nichts. Das gibt uns die Bibel als Möglichkeit, auch in den Sendschreiben. Hey, ich spucke euch aus, denn ihr seid seicht, ihr seid lauwarm. Entweder seid ihr ganz kalt oder ganz warm. Aber etwas dazwischen gibt es nicht, weil er dieser Wirbelsturm war, der Mensch wurde, vor dem wir tot umfallen würden. Er ist entweder alles, indem ich das umarme und mich beuge vor dem und sage, dir gehorche ich. Oder lass es sein. Wir können nur voll dabei sein oder gar nicht. Und die Schande, und die größte Schande, glaube ich, ist, dass
ich sage jetzt mal, die meisten Christen dazwischen leben. Zwischen dem, was N.T. Wright gesagt hat, es ist die verheerendste Enthüllung vom Größen, von der größten Wichtigkeit oder gar nichts. Ich glaube, viele von uns Christen schweben irgendwo da mittendrin, tümpeln mittendrin. Was wir tun damit ist, lass uns Bereiche anschauen im Leben, wo wir uns nicht ganz diesem Gott unterordnen, dieser Wolke, dieser Schechina, dieser Herrlichkeit. Und dann sag auch für diesen Bereich, Gott, führe mich, ich möchte dir gehorchen. Die zweite Sache, was ich daraus machen kann, ist, Herrlichkeit bedeutet auch Schönheit. Und Schönheit beten wir an. Wir beten an, wir worshipen. Im Alten Testament, wenn wir dort nachschauen, wo finden wir diese Herrlichkeit, wirst du irgendwann auf Hesekiel treffen. Und dort erscheint Gottes Herrlichkeit wieder, wie eben als Wolke beim Berg Sinai. Und dort bei Hesekiel wird das beschrieben mit Farben, und es wird beschrieben mit Regenbogen, und es wird beschrieben mit Funken, und es wird beschrieben mit blendendem Licht. Und wir suchen ja dauernd Schönheit, oder, im Leben. Wir genießen schöne Landschaften, wir genießen schöne Gegenstände, wir finden Schönheit in den Augen eines anderen Menschen. Aber das hier ist die ultimative Schönheit, die geht weit über das hinaus. Und wenn Gottes Herrlichkeit bedeutet, gewaltige Ruhe, überwältigendes Glück, absolute Heiligkeit und tiefer Frieden, dann können wir nicht anders, als einfach die Knie beugen und anbeten, ihn anbeten. Und das wird mal unsere Zukunft sein. Für alle, die sich Gott unterordnen, wir werden in einer Zukunft leben, wo wir mit Gott wandeln, in der Kühle des Tages, im Paradies, im Garten Eden. Und die ganze Schöpfung wird in ihrer verherrlichten Form vor uns liegen. Und Gottes Gesicht wird neben uns wandeln. Und wir werden nicht tot umfallen, denn er wird neben uns laufen und wir werden uns mit ihm unterhalten und vor uns diese Herrlichkeit haben, die vor allem, weil er herrlich ist, sich vor uns, vor unseren Augen, vor unseren Ohren, vor unserer Nase, von allem, was wir haben, einfach verherrlicht sein wird. Paulus hat mal gesagt, hey, dieses Dunkle, alles, was du jetzt leidest, bereite dich vor auf das, was dich erwarten wird. Unser Körper von uns allen schwindet dahin, unaufhaltbar und wird schwächer. Und gleichzeitig kann unsere innere Person, das, was in uns drin ist, kann immer schöner werden, wie ein Diamant. Und bekanntlich, wenn du Kohle unter Druck setzt, wird es ein Diamant. Und das ist es genau. All diese dunklen Teile in unserem Leben, die werden sich verformen zu etwas, das leuchtet, das gewaltig ist. Warum? Weil seine Herrlichkeit am Werk ist. Und zwar bei dir, bei mir, bei uns allen. Und wenn es noch so dunkel aussieht und wenn es noch so hoffnungslos ist, seine Herrlichkeit, die wohnt in uns und die verherrlicht uns dauernd. Und er verwandelt dich in etwas Schönes und er verwandelt dich in etwas Herrliches. Und Werner und Dorea, danke vielmals, dass wir euch 2 Jahre zuschauen konnten, wie ihr immer schöner wurdet, innerlich, zumindest innerlich. Genau. Und dass wir das bei euch gesehen haben, wow, da passiert etwas. Ihr lasst diesen Gott, diese Herrlichkeit an euch wirken. Und es wurde zu etwas Schönerem. Hey, sei einfach geduldig. Wenn du Jesus kennst und er in dir wohnt, dann wird da immer noch viel, viel mehr sein, als das Auge sieht. Auch wenn es draußen elend und dunkel aussieht, Gott ist am Werk und er macht aus dir etwas Schöneres. Als Antwort von all dem, was wir gesehen haben, von dieser Wolke, von dieser Herrlichkeit Gottes, von dieser unglaublichen Ruhe, von diesem unglaublichen Frieden, den wir nicht mal ertragen könnten. Die Antwort darauf ist,
hört auf ihn. Hört auf ihn mit eurem ganzen Sein. Gehorcht. Und seid nicht lauwarm, sondern seid heiß für ihn. Und die andere Antwort darauf ist, betet diese Schönheit an. Wir werden das für alle Ewigkeit tun. Und wenn wir es jetzt schon tun, verändert uns das. Wir werden schöner in uns drin und noch schöner und noch schöner. Es gibt keine Grenzen. Lasst uns gemeinsam ein Hingebungsgebet sprechen. Auf die Knie gehen, dort wo du willst und kannst. Und lass uns diesen Gott, der in der Wolke erscheint mit seiner Herrlichkeit, lass uns ihn anbeten. Gott, wir haben keine Vorstellung von dem, was du bist. Es würde uns einfach umhauen. Wir möchten Menschen sein, die mehr von dieser gewaltigen Macht erleben. Ich möchte mehr sehen, wie sich diese gewaltige Macht in meinem Leben ausdrückt. Ich möchte Wunder sehen. Ich möchte sehen, wie Menschen frei werden von dem, was uns unterdrückt und uns kaputt macht. Wir möchten Menschen sein, die sagen, hey, es gibt nur eins, mein ganzes Leben radikal baut auf dich und auf nichts anderes. Lass uns keine Kompromisse machen und lass diese Welt um uns herum sehen, wer du bist. Lass uns nicht morgen zur Arbeit oder wo wir auch hingehen, einfach wieder das, was wir heute gehört haben, keinen Einfluss haben. Lass uns Menschen sein, die all das mittragen, dass diese Schönheit in uns drin auch von anderen erkannt wird. Danke für jeden hier drin, der Vorbild ist und dem wir sagen können, in 5 und in 10 Jahren, wow, an dir ist etwas passiert. Dieser Friede, dieses Glück von Gottes Herrlichkeit hat zugenommen. Auch wenn es dir vielleicht nicht gut geht, aber es scheint dadurch, trotz allem. Jesus, wir wollen sagen, nur du allein. Nimm unsere Herzen, verändere sie. Und werde du gewaltig groß in uns drin. Amen. Lass uns noch eine Zeit nehmen, wo wir einfach mit gewaltig schöner Musik vor diesem Gott stehen und oder sitzen und ihn genießen.